Düt und Dot ob Platt. Von der Laienspielschar vom Heimatverein Galen und den Prostköstern ist sicherlich für viele eine feste Veranstaltung im Frühling. Die erste von zwei Vorstellungen haben wir besucht. Frank Abelt führte mit seiner Moderation durch das Programm. Volker Rademacher ist Teil der Laienspielschar vom Heimatverein Galen und wir haben uns mit ihm darüber unterhalten. Wir haben heute einmal hier die Olle Schatheke. Das ist so ein Spiel oder eine Komödie über ein Missverständnis über die Oma des Hauses, die ins Altenheim soll. Und da entsteht ein Missverständnis mit der Hutschachtel. Und da muss man sich am besten mal angucken, wie es dann nachher ausgeht. Wer denn jetzt ins Altenheim kommt, die Hutschachtel oder die Oma? Die Brotköster vom Heimatverein sorgten für einen gelungenen Start des Plattdeutsch-Nachmittags. Es war schön anzusehen, wie in Galen die traditionelle Mundart gepflegt und weitergegeben wird. Wir haben mit zwei von den Brotköstern über ihre Aufführung und die entsprechende Vorbereitung gesprochen. Also mir gefällt daran so gut, weil das halt eine andere Sprache ist, mit anderen Wörtern, ja. Also wir führen den Wolf und die sieben Geißlein vor und machen noch so ein paar kleine Sketche. Die machen wir halt immer mit so ein paar Leuten und den Wolf und die sieben Geißlein machen wir halt mit allen. Ich spiele ein Geißlein und bei den Sketches spiele ich auch zwei Personen. Was wäre Düt und Dat ohne Musik und Gesang? Marie-Luise Blechmann spielte mit ihrem Akkordeon großartige Mitsinglieder. Nach den Prottköstern und einer Stärkung vom Café Holtkamp ging es im Programm weiter mit der Laienspielschar. Ich sag mal, das Schöne einfach daran ist, wir sind alles Laien, wir machen es gerne. Viele haben natürlich einen dörflichen Hintergrund hier. Die Familien wohnen seit mehreren Generationen im Dorf. Da hat sich das Plattdeutsche so in den Generationen weitervererbt, sag ich mal. Und das Schöne einfach dran ist, dass man verschiedene Stücke, die natürlich auch extra fürs Plattdeutsche ausgesucht, einfach schön und freundlich für den Zuschauer darstellen kann. Düt und Dat ob Platt machte wieder deutlich, wie schön und wichtig es ist, die plattdeutsche Sprache weiterzureden und vor allem zu fördern. Dönekes haben doch eine ganz andere Wirkung in dieser Sprache. Für diejenigen, die die Vorstellung verpasst haben, gibt es eine gute Nachricht. Am 12. April um 19 Uhr findet noch eine weitere Aufführung statt. Einige wenige Karten gibt es noch. Jetzt heißt es aber beeilen, um noch eine der letzten Karten zu ergattern. Denn ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.